Brauchtum und Tradition hat in Tirol einen großen Stellenwert. Und einen großen Stellenwert hat auch die Brauchtums- und Trachtengruppe Höfen. Denn diese veranstaltet speziell in den Sommermonaten jede Woche für Gäste und Einheimische einen sogenannten Tiroler- bzw. Heimatabend. Die Brauchtums- und Trachtengruppe Höfen, seit wann gibt es euch schon? Ja, wir haben jetzt mittlerweile seit 35 Jahren sind wir da aktiv dabei mit unserer Truppe. Und da ist jetzt eben wöchentlich im Sommer immer die Dorfabende da in der Hahnenkammhalle. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Ja, Mitglieder haben wir insgesamt über 100. Und da mit der aktiven Gruppe sind wir zwischen 20 und 25, wo wir da immer aufgestellt sind bei den Tiroler Abende. Brauchtums- und Trachtengruppe. Sind es zwar verschiedene Gruppen? Nein, das ist eine Gruppe, da wird getanzt und gleichzeitig das Brauchtum in unserem Ort gepflegt. Bei mir ist es Maria Blank, sie ist die Kinder- und Jugendreferentin der Brauchtums- und Trachtengruppe Höfen. Kinder und Jugend sagt schon alles aus. Wie schaut es da bei euch aus? Ja, das schaut sehr gut aus. Also es ist sehr viel Nachfrage. Wir haben jetzt eine Gruppe mit 20 Kindern und teilweise schon Jugendliche. Da sind die Jüngste ist 6 und der Älteste ist 14. Und denen tun wir Volkstanz beibringen, Walzer, Polka, Borisch. Und wenn sie noch ein gewisses Alter haben, dürfen sie auch Fox lernen. Dass es einfach attraktiv bleibt. Wir tanzen in der Hahnenkammhalle dann immer an die Dorfabende. Sind wir auch immer dabei und sagen den Gästen, was Volkstanz ist. Und die Kinder sind sehr verlässlich, sind sehr motiviert zum Lernen und mega gerne kommen und fühlen sich in der Gemeinschaft sehr wohl bei uns. Was habt ihr Besonderes, dass ihr so viel Nachwuchs habt? Man hört ja sonst laufend überall, es ist nicht so, aber Höfen hat ja, glaube ich, eine der größten Kinder- und Jugendgruppen, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das kann sein. Im Lechtal weiß ich jetzt nicht, wie viel da Kinder- und Jugendgruppe ist in Elbigenalb. Ja, was macht es aus? Die Beständigkeit macht es bei uns aus. Die Beatrice, meine Tochter, und ich, wir machen das jetzt inzwischen schon 12 Jahre, ganz schön das 13. Jahr. Es ist eine Beständigkeit da, die Eltern sehen, da sind sie gut aufgehoben. Es ist auch eine Verlässlichkeit da und schlussendlich, die Kinder haben Spaß dabei und sie lernen auch was. Das ist auch nochmal wichtig für die Eltern, dass sie es zu uns schicken. Und was wirklich auch wichtig ist, ist wirklich die Beständigkeit und wirklich die Verlässlichkeit, dass jemand da ist. Apropos Beständigkeit, die kannst auch du aufweisen. Ich glaube, du bist ja schon viele, viele Jahre Kinder- und Jugendreferentin. Ja, Jugendreferentin bin ich jetzt 13 Jahre und im Verein bin ich seit 1984 Mitglied. Und ja, das ist wohl beständig. Und mein Herz schlägt immer noch für die Trachtler. Und deine Tochter ist in deine Fußstapfen getreten, wenn man das so sagen kann. Ja, sind beide in meine Fußstapfen getreten. Die Beatrice ist mit 13 Jahren dazu gegangen. Und Franziska, die ist in der Kindergruppe gewesen und ist jetzt bei den Erwachsenen und wir sind alle sehr aktiv und mein Mann, der unterstützt mich im Hintergrund immer. So, bei mir ist jetzt eine Kindergruppe, beginnen wir gleich einmal bei dir. Wer bist denn du? Ich bin der Hartwig Schmidt. Hartwig, seit wann bist du schon dabei? Ich bin jetzt seit dem Anfang, also seit knapp 4 Jahren dabei. Und, ist es schwierig? Es geht, wenn man ihn Dreh raus hat, dann geht's. Okay, man sieht schon, du hast ihn heraus. Zu dir jetzt, wer bist du? Die Paula. Paula, seit wann bist du schon beim Trachtenverein? Oh, seit knapp 4 Jahren. Und, war es schwierig zum Lernen? Manche Tänze sind schwieriger und manche sind weniger schwierig. Und heute Abend ein bisschen aufgeregt beim Auftritt? Ja, ein bisschen. Okay, nachher schauen wir da zum nächsten hin. Wer bist du? Ich bin die Valentina Barbist. Seit wann bist du schon dabei? Seit 3 Jahren, also wo ich 3 war. Und wie geht es dir so beim Tanzen? Gut. Gut, also du tust fleißig üben, gell? Und heute mit dem Auftritt schon ein bisschen aufgeregt?
Nein, eigentlich nicht. Das packen wir locker, gell? Wer bist du? Ich bin der Noah Wetzel. Seit wann bist du schon dabei? Also seit knapp 4 Jahren. Also, ja. Und du hast alles heraus, wenn man dich so anschaut, oder? Ja, also so. Was ist denn für dich das Schönste beim Tanzen? Die Bewegungen. Also man, wenn man die erstmal gelernt hat und man die kann, dann ist das einfach ein gutes Gefühl. Und wie schaut es mit Schurchblattl aus? Kannst du das auch schon? Ja. Kein Problem, oder? Nein, kein Problem. Gut, nachher viel Spaß heute Abend. Danke. Was sind so im Laufe des Jahres eure Auftritte? Seid ihr nur in Höfen oder seid ihr ein bisschen auswärts unterwegs? Ja, im Sommer ist der Großteil jetzt da in Höfen in der Hahnenkammhalle eben. Und im Winter über Weihnachten, wenn dann die Urlaubszeit ist, sind wir auch in Tannheim ein bisschen unterwegs und sonst in die einzelnen Gasthäuser eigentlich auch ein bisschen im Winter über, ja. Das heißt im Klartext, ihr pflegt und lebt wirklich Brauchtum und Tradition, wie sie sich hört in Tirol. Ja, das ist richtig. Wir sind auch beim Tiroler Landestrachtenverband dabei, unser Verein. Und da gehören natürlich auch die ganzen Sitzungen und Ausrückungen vom Landesverband dazu. Und natürlich auch die einzelnen Prozessionen und Festlichkeiten bei uns im Raum und im Bezirk Reutte. Der Trachtenverein Erwald ist heute Abend auch hier bei diesem Tirolerabend in der Hahnenkammhalle in Höfen. Und bei mir ist jetzt die stellvertretende Obfrau. Der Trachtenverein Erwald, seit wann gibt es euch schon? Seit 1947. Wie schaut es mit den Mitgliedern mäßig aus? Ja, also wir haben 23 aktive Mitglieder und bei den 59, 60 fördernde Mitglieder. Was hat euch heute verschlagen her nach Höfen? Ja, wir haben das letztes Jahr ausgemacht haben im Trachtenverein Höfen, weil es eigentlich nur wenige Trachtenvereine mehr gibt im Bezirk. Und haben wir ausgemacht, dass sie mal zu uns kommen und dass wir mal bei ihnen draussen. Der Trachtenverein Erwald, wo habt ihr so im Laufe des Jahres überall eure Auftritte? Ja, hauptsächlich im Zugspitzal, wenn es Wetter spielt, nachher haben wir es in Babylon, Musik-Babylon da oben und haben wir auf der Zugspitz beim Oktoberfest. Wie schaut es denn bei euch mit dem Nachwuchs aus? Habt ihr genug Tänzer und so weiter? Leider nein. Es wäre wünschenswert, wenn noch viel Buben und Mädchen in des jüngeren Alters, dass wir Alten mal aufhören können. Bei mir ist Markus Seiler, der Obmann vom Trachtenverband Oberland aus Affern. Was ist denn eigentlich die Grundaufgabe vom Trachtenverband? Die Grundaufgabe ist, dass wir unsere Vereine unterstützen, wo es geht. Es gibt eine kleine Kreide, oft an Zuschüsse an Trachtbeschaffung. Aber wir haben ein Jugendreferat, das auch für Tänze und Weiterbildung zuständig ist. Und da versuchen wir den Vereinen Unterstützung zu geben. Wir sind jetzt die Verbände generell aufgestellt. Habt ihr genug Nachwuchs? Es ist so, dass so wie es jetzt da in Höfen ist, dass eine Kindergruppe und Jugendgruppe dabei ist, das ist jetzt nicht bei allen Vereinen, aber es wird schon geschaut, dass von unten was nachkommt, weil ein bisschen älter tut man sich nicht mehr so leicht und nachher ist es wichtig, dass auch wieder Junge da sind, die das kennen und gern tun. Sie haben sich heute da in Höfen ein bisschen einen Überblick verschafft. Wir sind ja mitten rein. Was ist Ihr Eindruck? Ich kenne den Verein recht gut. Ich bin jetzt schon das dritte oder das vierte Jahr da und sie machen das
perfekt, glaube ich. Sie haben einen super Nachwuchs, sie haben eine super Erwachsenengruppe. Also sie sind recht gut aufgestellt und wir haben einen guten Kontakt auch zum Bezirksverband. Also das ist für mich als Obmann in der Hinsicht auch eine feine Sache. Das ist die Lechtaler Tracht, die von uns getragen wird. Und da haben die Burschen und die Mädels eigentlich feste Dinge, wie sie sich herrichten müssen und was sie tragen müssen. Ja. Was ist denn das Besonderheit bei dieser Tracht? Wie erkennt man die? Ja, die Lechtaler Tracht hat den blauen Schürz und das blaue Halstuch. Das sieht man bei den Mädels eh. Und bei uns ist es eigentlich die schwarze Lederhose und die blauen Stutzen, die blauen Socken, was das von der Lechtaler Tracht prägt, sage ich mal. Jetzt habe ich dich lange genug gequält. Du bist ja kurz vor einem Auftritt, ich nehme an, du machst ja auch da aktiv mit. Jawohl, ich bin heute auch dabei. Kann ich dir dann im Anschluss gerne anschauen, unseren Auftritt. So, das war's. Die Veranstaltung vom heutigen Tirolerabend hier in der Hahnenkammhalle. Alle sind begeistert, man hat's gesehen. Maria, bei dir alles geklappt auch? Ja, war super, ist wieder gut gelaufen heute. Und was ich noch mitgeben möchte, wir fangen im Herbst wieder eine neue Kindergruppe an. Und da kann man sich gerne melden bei uns, entweder bei mir persönlich, bei der Beatrice oder bei unserem Obmann Andreas. Wenn jemand die Kinder zu uns schicken möchte, zum Tanzen lernen, sind alle herzlich willkommen und wir werden auch, ich schätze, Oktober, Mitte November starten. Alles klar, also, aber mich kannst du da nicht brauchen. Nein, du bist schon zu alt. Okay, für gut. Für die Kindergruppe an, ansonsten zum Tanzen ist man nicht zu alt, aber für die Kindergruppe schon. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal und Servus für dich. Ja.